Hallihallo, Freunde des Motorsports hier bei Let's Play Forza Motorsport 5. Willkommen zurück. Ja, in der letzten Folge haben wir ja noch so ein bisschen, oder ich habe ein bisschen das Fahren neu gelernt. Mal ein bisschen ohne Bremslinie fahren, da ich das ja viel zu lange noch mitgefahren bin und mich daran irgendwie gewöhnt habe. Dabei ist es ohne doch eigentlich viel cooler. Dann noch eine kurze Erwähnung zu dem Projekt, was wir ja hier ins Leben gerufen haben mit Du wählst, ich fahre oder kurz gesagt DWIF oder TWIF, kann man es auch aussprechen. Da wird es eine kleine Änderung geben. Ich wurde vom Max, der ja auch die Grundidee hatte, darauf hingewiesen, dass man es doch ein bisschen besser machen könnte. Das finde ich auch besser, wie er es dann formuliert hat. Allerdings werde ich dann zur ersten Ausgabe das dann nochmal sagen, was sich ändert. Bis jetzt bleibt für euch alles so, wie es da erklärt wird. Also ihr wählt aus den neuen Kategorien aus, welches Fahrzeug ihr gerne habt. Wenn es schon in den Kommentaren steht, dann gebt einfach ein Däumchen nach oben. Das Auto mit den meisten Däumchen wird gewinnen und wird gezeigt werden. Wie gesagt, es wird eine Änderung dann noch geben, aber das dann erst, wenn dann euer Auto hier präsentiert wird. Und dann werde ich da nochmal explizit drauf eingehen. Ansonsten springen wir heute natürlich in der Karriere weiter, aber jetzt schauen wir erstmal in die Nachrichtenzentrale, was es da denn so gibt. Noch nichts Neues, oder? Was haben wir da? Treiber-Tabellohnung. 101 Rennen ist er mitgefahren, hat aber nur 13.490 Credits verdient. Ja, ist okay. Designbelohnung. Ja, das ist okay. Tuning. Okay, ja, egal. So, zurück. Genau, was wollte ich noch? Ah ja, genau, ein neues DLC-Pack ist ja mittlerweile erschienen. Und da gucken wir doch gerade mal, was für Autos das denn sind. Das müsste ja hier noch mit neu stehen. Da haben wir einmal hier ein Abarth Punto Supersport. Ja, bin ich auch mal gespannt. Ich meine, der Abarth 500 SSS, der hier, SSS, ist ja eigentlich ein geiler Giftzwerg. Wie der ist, keine Ahnung, müsste man mal testen, ne? Was haben wir denn da noch neu? Der ist auch neu, der Alfa Romeo 33 Stradale. Finde ich hammergeiles Auto. Schaut euch mal das Auto an. Ich finde es hammergeil. So, was haben wir denn noch neu? Gehen wir mal weiter. Da ein Audi RS2 Avant. Gut, RS2 klingt schon mal gut. Allerdings, sagt mir das Auto jetzt eigentlich nicht so relativ viel. Ist halt so ein Kombi, ne? Keine Ahnung, RS2. Ja, keine Ahnung. Da finde ich so ein Sport Quattro natürlich viel geiler. So, ja, springen wir weiter. Was gibt's noch Neues? Eine BMW Z8 vom Jahr 2000. Finde ich persönlich eigentlich ein nicht sehr gelungener BMW, ehrlich gesagt. Auch wenn er einen gewissen Kultstatus hat. Aber, naja, Geschmackssache nehme ich mal stark an. So, springen wir weiter. Ist noch neu. Hier, eine Chevrolet Nova SS vom Jahre 66. Finde ich richtig cool mit dieser türkisen Lackierung. Es passt irgendwie zu den 60er Jahren. Also, geile Autos. Auch wie hier, die hier. Die sind alle hammergeil. Die ganzen alten Ami-Schlitten. So. Dann haben wir noch dabei den Ferrari FF ist jetzt auch mit dabei. Ja, auch cooles Auto, ist halt mehr so, ja, ich weiß nicht, ist halt mit Frontmotor, ne, und Allrad, ja, ist halt mal so ein bisschen ein anderer Ferrari und, ja, ist auch okay. Ferrari gibt's ja hier eben mehr als genug im Spiel. Gucken wir mal, was hier noch neu ist. So, ah ja, das ist ein Honda, den muss ich noch laden. Das gibt ja dieses Honda Civic Blabloops Pack da. Das ist gratis. Das DLC habe ich noch nicht geladen, aber man sieht es hier ja schon schön. Das muss ich noch laden, das muss ich noch machen. Der ist ein Auto neu, genauso wie dieser hier, der Honda Preload SI und der Civic CRX Mugen oder Mugen, keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Aber das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Auto. Muss ich auf jeden Fall noch laden, das Honda Package. So, aber jetzt müsste noch vom zweiten DLC, da müsste noch was sein, genau, der Maserati MC12, auch ein richtig cooles Auto, gab es allerdings schon auch in Forza 4, sowie fast eigentlich alle von diesem DLC-Pack. So, was haben wir denn da noch? Ja, dann haben wir hier noch ein Nissan Fairlady Z Version S Twin Turbo vom Jahre 94.
Ja, sieht auch richtig schnieke aus, für, vor allem auch für das Jahr 94 passt es eigentlich zu dieser Zeit richtig geil. Es sieht dann für dieses Jahr sehr modern aus, also auch cooles Auto. Ja. So, was haben wir da noch? Ein Pontiac Firebird Trans Am Ram Air, okay, also ein richtig, richtig dicker Ami-Schlitten, auch nicht schlecht. So, was haben wir denn dann noch? Kommt da noch was? Yep, ein Toyota GT4 RC ST95, okay, sagt mir gar nichts, vom Jahre 92. Ja, das war's, das war das Package. Wie gesagt, das Honda-Package muss ich mal noch laden, das mache ich dann einfach vor der nächsten Aufnahme. Aber das brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht. Genug Zeit für Drötel, springen wir in der Karriere weiter. Und da sind wir hier bei den Sportwagen geblieben und kommen jetzt zu den modernen Muscle Cars. Und da hören wir uns doch mal an, was die Jungs von Top Gear so zu erzählen haben. If you've tried the motley collection of American muscle cars from the 1980s and 90s in the other group, fast but flawed cars developed to put a shine on otherwise forgettable models, you'll know by now that sometimes more power isn't always enough. The latest breed of muscle car proves, however, that thankfully, it usually is. The 2007 Shelby GT500 produces exactly 500 brake horsepower and drives better than a car costing less than $50,000 has any right to. Remarkably, the Mustang has rivals, and two of them are here. The Chevy Camaro ZL1 with its 580 brake horsepower V8 and the Dodge Challenger SRT8 392 with its throwback cubic inches badge. In modern money, that's 6.4 litres. Drive them. Drive them all and take comfort in the knowledge that there are people out there, besides Clarkson, who will never believe you can have enough power. Ja, das sind die ganz modernen, dicken Dinger. Da kommt's Heck garantiert rum. Das wird eine richtig geile Drift-Challenge, sage ich mal. So, jetzt gucken wir aber nochmal an, was wir hier zur Auswahl haben. Wir haben hier einen Dodge Challenger SRT 8 392. Dann haben wir hier eine Chevy Camaro SZL1. Eine, ja gut, das sind die Ding Edition, die zählen wir mal nicht dazu. Dann haben wir hier noch einen Dodge Charger SRT 8. Dann haben wir noch den Shelby GT 500 und natürlich ein ganz, ganz bekanntes Auto und wahrscheinlich eins der bekanntesten modernen Muscle Cars ist natürlich, ah fuck, jetzt habe ich mich verraten, ich dachte jetzt kommt hier der Mustang, der ganz normale, egal, also nochmal ein Shelby GT 500, den älteren. Es gibt natürlich noch einen Mustang, der sieht so ähnlich aus. Fuck, jetzt habe ich es voll verkackt, ne? Jetzt wollte ich hier ganz cool überleiten auf den Mustang, weil ich erst gedacht habe, jetzt kommt der normale Mustang, aber der ist ja gar nicht dabei. Ja, verdammte Kacke. Egal. Und dann haben wir noch einen Holden HSV GTS. Der ist natürlich auch richtig cool, zähle ich aber allerdings eher irgendwie so nicht so direkt dazu, weil die haben so dieses typische American Aussehen und gut, das ist halt dann auch ein Australier. Hat natürlich auch 6,3 Liter Hubraum, ist natürlich auch richtig übel. Wenn man es jetzt vergleicht, der hat mehr mit 6,6 und der Challenger mit 6,5 hat auch noch mehr, sonst haben alle sogar weniger. Also von dem her ist er von dem her auch ein richtiger ja, ein richtiges Hubraummonster, aber ja, für mich sind das eigentlich eher so diese Muscle Cars. Natürlich ist halt ein Holden ist halt hier so ein australisches Muscle Car, aber wir wollen bei den Amis bleiben, würde ich sagen. Und ja, die sind alle irgendwie cool. Ich weiß jetzt halt auch nicht, was nehmen wir denn? Ich meine, der Chevy Camaro ist ja bekannt geworden, eigentlich richtig so, also gerade diese Version hier so durch Transformers, ne, mit diesem gelb-schwarzen Lackierung und ja, ehrlich gesagt, finde ich alle cool, allerdings wurde mal in den Kommentaren erwähnt, ich soll doch mal hier den Dodge Challenger nehmen, das wurde irgendwie mal geschrieben, obwohl das ja irgendwie noch gar nicht bekannt war, was für Autos kommen, also da weiß einer Bescheid. Natürlich könnt ihr ja schon schreiben, wenn ihr vorher wisst, was für Autos danach kommen, könnt ihr das gerne schreiben. Ich versuche es mir zu merken, wenn es jetzt nicht allzu weit her ist. Und ja, deswegen werde ich den Dodge Challenger nehmen. Gucken wir kurz so die Referenzwerte, dass wir mit den Driver Tarn ungefähr ein gleiches Auto haben. Der hat 4.8 Handling,
5-1 Bremse, 8-3 Beschleunigung, 7-2 Geschwindigkeit, alles klar. So, ja, dann kaufen wir das doch mal, den Challenger. So, dann Autos kaufen. Dann müssen wir da jetzt mal schnell hin. Ja, da war er doch. Genau, den nehmen wir. Und da laden wir doch mal, gucken wir kurz mal, was für Farben es denn hier gibt. Ich glaube, da ist sogar schon so eine Farbe dabei, wie ich sie gern hätte eigentlich. Und ja, genau, eigentlich, warte mal, oder ist das cooler? Nee. Aber das ist auch nicht schlecht, ne? Nee, das gefällt mir richtig geil, dieses dunkelgrau mit Silberstreifen irgendwie. Ja, das nehmen wir. Das ist jetzt das Design, das wir nehmen. Oder machen wir das mit Blau, war eigentlich auch nicht schlecht, ne? Nee, das ist mir zu... Nee. Wir machen das hier. Den kaufen wir. 44.000 Credits kostet uns das Ganze. Kaufen wir natürlich. Nehmen wir mit. So. Das ist Ihr 2012er Dodge Challenger SRT 8392. Jawohl, ja. Und bevor wir es wieder vergessen, wie beim Audi, gehen wir direkt in Forza Vista Modus. Und hier machen wir mal Licht an. Und was kann man da sonst noch machen? Da wird es kein Heckflügel geben, der hochklappt. Der hat ja schon diese Dinglippe hinten. So, was kann man hier noch machen? Na, das ist nix. Das sind alles so Dingwerte. Ich weiß nicht, manchmal kann man da auch noch irgendwie so ein paar Sachen aufmachen eigentlich, aber manchmal auch nicht. Was ist das jetzt hier? Na, das sind auch nur... Da kommen dann irgendwelche sonstigen Informationen, aber... Ja, so wird es wie, also hier jetzt wird dann wahrscheinlich kommen, wie groß die Felgen sind und so weiter, schätze ich mal. Das sehen wir jetzt dann gleich. Ja, genau. Aber das geht ja immer so ewig, die Animation, bis das dann mal tatsächlich gezeigt wird. Ja, siehst du. Ist zwar schön, aber wird halt, finde ich, viel zu lang hier überbrückt. Jedenfalls, ja, hören wir uns doch mal kurz an. Was denn über den Challenger zu sagen gibt. Der Hersteller Celine wurde aus einem einzigen Grund gegründet, den Ford Mustang zu verbessern. Es war im Jahr 1984, als Celine den Mustang in den Punkten Aerodynamik, Federung, Fahreigenschaften und sogar Innendesign nachrüstete und somit die Schwerpunkte in Celines Designverständnis zum Ausdruck brachte. Geschwindigkeit, Wissenschaft und Stil. Der S281 wurde durch Ford vertrieben und konnte mit diversen Zusätzen aufgerüstet werden. Zum Beispiel einem aufgeladenen Motor oder einem Cabrio-Verdeck. Celine hat bisher etwa 10.000 modifizierte Mustangs hergestellt. 2007 kam dann das erste eigene Modell auf den Markt, der S7. Motor und Aussehen des limitierten handgebauten Supersportwagens konnten es mit den stärksten Europäern aufnehmen. Bald folgte eine Rennwagenversion. Der S7R hat sich mit 4 gewonnenen GT-Weltmeisterschaften schnell einen Namen gemacht. Ja, liebe Leute, ihr habt's gemerkt, der Text unten und vor allem auch das, was gesprochen wurde, passte jetzt hier überhaupt gar nicht zum Auto. Also der Text unten hat schon gepasst, aber den habe ich auch gelesen. Allerdings, das, was jetzt hier die nette Dame gesagt hat, war zu Celine. Und das ist hier kein Celine, das ist hier ein Dodge Challenger. Ja, wie gesagt, ihr müsst unten den Text lesen. Falls ihr das jetzt irgendwie nicht gerade gemerkt habt, spult noch mal ein bisschen zurück und lest den Text. Da steht nämlich das, was hier eigentlich wirklich zu dem Auto passt, über zu dem SRT. Und das ist auf jeden Fall ganz interessant. Keine Ahnung, ist wohl noch ein Bug. Ne, wir sind ja hier auch noch in der Alpha-Version. Ist ja auch Forza Prolog, ne? So, naja, Spaß beiseite. Wir müssen das Auto natürlich jetzt noch ein bisschen tunen. Und das machen wir doch jetzt auch mal ganz, ganz fix. Ich weiß aber gar nicht mehr, auf was wir es tunen müssen. Auf B, oder? War das B? Ich schätze mal, es war B. Gucken wir mal, wie viel Handling wir da reinpacken. Ich würde sagen, gehen wir mal auf die Straßenreifen. Und da die Dinger ja sowieso nur quer kommen, müssen wir mal gucken, dass wir auf jeden Fall zumindest hinten richtig breite Schlappen draufknallen. So breit wie irgendwie geht. Ja,
Das ist doch mal eine richtig breite. Sieht man das denn von hinten, wenn ich das hier so mache? Ja, das sieht man den Unterschied. Das ist hier die Serienvariante. Und schaut euch das mal an. Das ist ja fast doppelt so viel. Jetzt hier richtig breites Ding hinten drauf knallen. So muss das sein. Und vorne machen wir natürlich auch noch breiter, dass es hier im Verhältnis ein bisschen passt. So. Ja, das passt erstmal. Felgen machen wir erstmal nichts. Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal, was wir hier noch so haben. Getriebe, weiß nicht, lassen wir erstmal. Hier machen wir, nee, da machen wir noch nicht. Differential machen wir rein. Das stellen wir dann vielleicht nach dem ersten Rennen mal ein. Oder ich mache es mal wieder offscreen, mal schauen. So, Getriebe, weiß ich nicht, ob wir unbedingt eins brauchen. Meistens reicht ja das Standardgetriebe hier für diese 3-Watt-Rennen. Wir sind ja jetzt hier nicht hier für Online-Rennen, wo wir alles explizit einstellen müssen. Allerdings, ein Sportfahrwerk mache ich schon rein, das ein bisschen härter ist, weil die Dinger, die schaukeln mir dann doch ganz schön, diese Ami-Schlitten. Deswegen ja, machen wir da mal auf jeden Fall was rein. Genauso werden wir hier zumindest auf Rennstabilisatoren gehen. Die sind dann auch einstellbar, aber ja, gucken wir mal, ob wir das dann überhaupt nutzen. Gucken wir mal. Machen wir rein. So, dann machen wir natürlich hier die Verbindung. Überall Käfig machen wir natürlich nicht rein, das ist zu übertrieben. So. Jetzt juckt mir die Nase. Oh, ich will da jetzt aber nicht niesen hier. So. Oh, jetzt muss ich doch niesen. Tut mir leid, vielleicht schneide ich es raus. Mal schauen. So. Ich möchte euch ja nicht ärgern. So, jetzt können wir das Ding natürlich leichter machen. Das bringt natürlich auch ein bisschen Vortrieb. Und weil die Dinger sind ja schon recht schwer. Und deswegen würde ich auch sagen, machen wir hier ein bisschen raus. Und dann gucken wir noch, was wir hier so an Leistung ein bisschen reinbekommen am Motor. Wir müssen ja natürlich ein bisschen was hören. Natürlich würden wir sagen, wir machen jetzt noch mal ein bisschen mehr Hubraum, ne? Weil nichts ist besser als mehr Hubraum. Wäre eigentlich schon eine coole Idee, ne? Nochmal hier so ein bisschen BAM. Dann hätten wir, was hätten wir dann? Hätten wir 6,8 Liter Maschine hätten wir dann. Ja, wieso eigentlich nicht, ne? Wieso eigentlich nicht? Mach mal rein! Wir wollen hier ein richtiges Monster haben. Natürlich würde ich jetzt am liebsten, was haben wir denn noch hier alles, dass das Auto ein bisschen besser ausatmen kann. Aber ja, reicht uns nicht hier. Wobei, ich habe da so eine Idee. Wir könnten, ich baue das mal ein. Und dann machen wir hier dann doch nicht die Rennstabilisatoren rein und hoffen mal, dass die Sport reichen. Ich hoffe halt mal, dass ein LI jetzt nach unten geht, wenn ich die 1 runtersetze, sonst ist der Blatt, ne, geht nicht. Scheiße, dann können wir bei denen bleiben und der Auspuff geht nicht rein. Leider, leider nicht. So, dann gehen wir, dann müssen wir das mit dem Auspuff anders dahin kriegen, beziehungsweise keinen Auspuff einbauen. Dann gucken wir mal, was wir da am besten machen. Ich meine, wenn wir den Hubraum erhöhen, wäre natürlich auch sinnvoll, die Kolben hier ein bisschen zu verbessern. Dann machen wir hier die besseren Kolben rein, oder zumindest die Sportkolben. Und dann haben wir noch eine LI zu verbauen. Und da könnten wir ja dann vielleicht, hier eine Schwungscheibe reicht nicht, aber vielleicht die Antriebswelle. Ich meine, die muss ja auch stabil sein hier für dieses Fahrzeug. Gucken wir mal, da könnten wir das einbauen. Oder wir gehen sogar wirklich aufs Getriebe, wenn wir das dann doch noch hinkriegen. Ne, das wird zu viel ausmachen, habe ich mir schon gedacht. Deswegen ja, machen wir hier die Sportantriebswelle rein. Und dann sind wir, glaube ich, von den Werten her ganz okay. Machen wir. Und ja, die Folge ist jetzt hier schon fast, geht so auf die 20 Minuten zu. Das heißt, wir können auf jeden Fall noch ein Rennen fahren. Und das machen wir auch. So. Ich hoffe, dass das Auto passt. Audio-Tune gehe ich nochmal kurz rein. Und zwar müssen wir hier den Reifendruck einfach bei den Reifen ein bisschen runtergehen. Das ist einfach Standard. Das ist die 2,1 ein bisschen zu viel. Bei Rennreifen ist es immer so ein bisschen anders da. So, ja, hier könnten wir jetzt die Stabis einstellen. Das brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Ja, Differential, das ist hier alles ein bisschen zu hoch nämlich gesetzt. Immer standardmäßig. Deswegen gehen wir einfach mal grundlegend einfach mal auf 40. Einstellen, wie gesagt, das gucken wir dann mal, das sehen wir dann, wie es sich dann fährt. Ich möchte jetzt keine Testfahrt machen, ich möchte jetzt direkt in die Karriere springen und versuche mein Glück. Ja, dann zurück und dann geht's in die Karriere. Und ja, wo waren wir denn? Ja, die modernen Muscle Cars. Und da wählen wir dann hier unseren Dodge. Jetzt gucke ich aber auch nochmal, ob das auch wirklich B-Autos waren. Jawohl, gut, dann kann uns nichts passieren. Dann nehmen wir den jetzt. Und dann fahren wir hier auf Laguna Seca.
Unser erstes Rennen, hier springen wir erstmal rein. Es zieht uns wieder in die warmen Gefilde von Monterey County in Kalifornien, zum Mazda Raceway Laguna Seca. So, ja, ich bin gespannt. Also es wird auf jeden Fall eine Rutschpartie sein und vielleicht versuche ich mich auch mal ein bisschen quer, um die Kurven zu fahren. Also gekonnt und schnell natürlich. Aber da schauen wir mal. Ja, wie gesagt, wie in letzter Folge haben wir es geübt. Versuchen wir natürlich ohne Bremspunkte zu fahren. Also nicht ohne Bremspunkte, aber ohne Bremslinie. Die Bremspunkte müssen wir irgendwo auf der Strecke suchen. Ich weiß jetzt nicht, wo die liegen, vor allem auch nicht mit dem Auto. Deswegen könnte es sein, dass wir hier jetzt ein bisschen blöd dastehen am Anfang. Ich habe euch ja versprochen in der letzten Folge, es wird lustig werden. In der letzten Folge wurde es nicht, aber in dieser Folge dann könnte es das vielleicht werden. Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich aber gar mal gucken. Ja, ist alles noch ausgestellt. Wunderbar. Dann gucken wir kurz die Startaufstellung an. Wir haben, ja, breites, dickes Feld von diesen ganzen Leuten, sage ich mal, von diesen Muscle Cars, von diesen modernen. Und ja, dann würde ich mal sagen, starten wir das Rennen und ich bin mal gespannt, wie wir uns anstellen und wie diese Bestien klingen. Boah. Hubra Maumas. So, ja, wir sind eigentlich ganz gut weggekommen, würde ich behaupten. Boah, jetzt haben wir aber keinen Platz. Boah, da kommt er schon. Hier in der leichten Kurve kommt er schon quer. Wahnsinn. Power, Power, Power. Das muss man natürlich auch auf die Straße bringen. Ah, der fährt mir jetzt hier davor. Ah, Jungs! Ihr seid doch keine Unschlagbaren. Ihr müsst doch nicht rammen wie so Vollidioten. Ah, come on. Ja, das sind halt richtig große amerikanische Schlitten. Das ist natürlich, die sind groß. Das ist klar. Da werde ich innen überholt. So. Wow. Da versuche ich jetzt hier mein Glück. Jetzt kommt gleich die Corkscrew, die Korkzieherkurve. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen mit dem Anbremsen. Ups. Da lehne ich mich auch schon an ein bisschen. So, ja, momentan fährt sich das Auto richtig schniege, muss ich sagen. Ich habe es mir jetzt durchaus schlimmer vorgestellt. Aber dann fährt mir hier jemand ins Heck und das Auto bricht aus. Meine Reifen sind hinten komplett durchgedreht und mir fehlt natürlich der Gripverlust. Du kleiner Mongo, was soll denn das? Meine Fresse. So. Ich musste jetzt hier mal ein bisschen aggressiver hantieren, dass die wissen, dass hier das hier so nicht geht. Alter Latz! Memphis! So doch nicht. Da muss ich mal lauter werden. Memphis, wenn du jetzt hier zuguckst. Ich hoffe, so fährst du nicht in echt. Meine Güte. So. Wir sind auf jeden Fall hier schon mal an den Goldjungs dran. Da fährt ein Holden. Also das schwarze Schaf, wenn man so will. Ja, oh, der hält mich jetzt hier natürlich in der Kurve komplett auf, weil er einfach nicht schnell genug um die Kurve fährt. Und jetzt muss ich außen und... Oh mein Gott, Junge! Furchtbar. So, jetzt haben wir ein bisschen freie Fahrt. Memphis ist schon auf und davon. So, wie gesagt, ich weiß die Bremspunkte hier nicht explizit, deswegen gehe ich lieber ein bisschen früher auf die Bremse. Bei dem Auto weiß ich es vor allem nicht. Ja, da komme ich trotzdem so weit raus. Aber trotzdem läuft es ganz gut. Zweiter momentan. So. Oh, was ist jetzt los? Der bremst ja gar nicht. Oh, Junge, Junge, Junge. Drückt mal auf die Bremse wie ein Bescheuerter und das Auto fährt einfach weiter geradeaus. Natürlich nicht so schlau. Ja, mal mehr Offroad-Tour jetzt. Ja, der Memphis ist auf und davon. Man
muss auch echt aufpassen mit dem Gas, muss man echt ein bisschen spielen bei den Autos. Ich meine, die haben ja auch gut Gewicht, das heißt, die drücken ja auch gut nach unten, so ist es ja auch wieder nicht. So, da kommt ein bisschen ins Heck. Boah, da rutsche ich auch wieder hier raus. Ja, also, so schön die dicken Wumm hier auch sind, also meine Favoritenautos sind es natürlich nicht. Ich bin halt so der typische Rennwagenfreund. Für mich ist einfach Grip, Grip, Grip und so ist mir einfach tausendmal lieber. Ich bin nicht so der Freund von dicken Motoren. Ich meine, klar ist es geil und klingt auch cool, aber eben zu fahren ist es halt immer so, ja, wie auf der Nadel, möchte ich sagen. Da muss man schon aufpassen, wie man da umromantiert. Ich werfe halt gern mein Auto so richtig schnell in die Kurve. Und ja, ihr seht, das geht hier absolut gar nicht. Also ich weiß nicht, wie stark ich hier abbremsen müsste in der Kurve, um überhaupt irgendwie relativ schnell durchzukommen. Also ja. Aber wie gesagt, wir haben uns natürlich auch jetzt hier die Herausforderung geschaffen, ohne Bremslinie zu fahren. Das ist für mich eine Riesenumgewöhnung wieder, mich dann einfach in jeder Strecke das so richtig einschätzen zu können, wo ich denn hier jetzt bremsen soll. Aber im Prinzip läuft es ja ganz gut. Der Memphis ist natürlich hier auch eine Hausnummer, das muss man ganz klar sagen. Auch wenn er mich hier ein bisschen sehr hart und aggressiv angefahren hat. Ich kann nochmal sagen, Memphis, ich hoffe, du fährst ihn echt nicht so. Ich habe das anders in Erinnerung. Du warst eigentlich immer ein sehr fairer Fahrer. Naja, nichtsdestotrotz haben wir hier jetzt die erste Challenge gewonnen, beziehungsweise zweiter gemacht, gewonnen im Sinne von, wir haben Gold geholt. Die Rundenzeit ist definitiv verbesserungswürdig, eine 1,43, das geht definitiv besser. Allerdings muss man auch sagen, Laguna Seca ist eine sehr kripplastige Strecke und das sind die Autos so oder so chancenlos, meiner Meinung nach. Allerdings, ja, da müssen wir dann mal gespannt sein, wenn dann so die richtig gerade Ausstrecken, sage ich jetzt mal, kommen, wo man richtig Speed braucht. Ich glaube, da sind die Autos dann natürlich richtig cool. Dann gehen die natürlich richtig nach vorne. Und ja, derweil steigen wir eine Fahrerstufe auf und kriegen auch noch die erste Affinitätsstufe. So ist es natürlich ein schöner Einstieg. Jetzt habe ich hier natürlich noch einen Frosch im Hals. So, ja, von der Rundenzeit her, ich weiß gar nicht, was sind wir jetzt hier eigentlich gefahren? 1,43, ne, habe ich gesagt. Achso, das sind die besten Listen, die meinte ich jetzt eigentlich nicht. Ich meinte jetzt eigentlich die Veranstaltungsergebnisse, die kann man aber hier gar nicht angucken. Ja gut, dann halt nicht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Forza Motorsport 5 und wenn es dann hier in der Karriere mit unserem Dodge Challenger SRT weitergeht. Ja, bis dann, Freunde. Ciao, ciao, euer Ray.